So, dann bitte Plätze einnehmen, Gurte anlegen und das Rauchen einstellen. Geht jetzt los mit den Lightning Talks und ich gebe weiter an den Psy. Hallo, sehr schön, dass zu so späten Stunde noch so viele da sind. Wir haben bisher 8 Lightning Talks. Schauen wir mal, wie viel wir nach hinten raus noch irgendwie ein bisschen überziehen können. Soweit ich weiß, kommt danach erst nur noch das PowerPoint-Karaoke um 11. Von daher, wir sollten Zeit haben. Den Anfang macht Pixel mit CSS Grid. Hi. Ausnahmsweise. Willkommen zu meinem Vortrag. Cool, dass so viele da sind. Freut mich. Ja, ich werde versuchen, weil es doch ein bisschen Stoff ist, mich ranzuhalten. Und ihr könnt, also wer will, möchte, kann die Slides danach auch gerne nochmal haben. Oder ich bin auch für Fragen noch da, ist kein Problem. Ja, ich will euch heute, also es richtet sich vor allem an die Leute, die schon mal irgendwie eine Webseite gecodet haben, vor allem halt HTML, CSS, also eher so im Frontend. Und da gibt es nämlich seit jetzt knapp einem Jahr eine neue Funktion, die ist einfach der Killer. Und die heißt Display Doppelpunkt Grid. Wer sich auskennt, weiß, dass Display mehrere Möglichkeiten hat, dass man, wie man ein Objekt darstellen kann, und Display Grid ist der neueste Scheiß, sozusagen. Webdesign bisher. Das war so, dass wir früher in den 90ern, als wir angefangen haben, Webseiten zu bauen, erstmal Frames benutzt haben für Mehrspaltigkeit. Hallo? Ja, für Mehrspaltigkeit. Das war ganz, ganz, ganz schlecht und wir sind alle froh, dass die jetzt inzwischen verschwunden sind. Danach kamen Tabellen, Tabellenlayouts. Dazu muss man dazu sagen, dass man hier quasi ein Content-Element, nämlich eine Tabelle, dazu vergewaltigt hat, ein Layout darzustellen. Das wurde dann als ganz schnell als ganz schlechter Stil verschrien. Und man hat dann angefangen, Diffs zu benutzen mit Float- und Clear-Anweisungen. Das hat es jetzt auch nicht unbedingt besser gemacht. Und dann hat man eine ganz tolle Idee gehabt, man könnte doch auch nochmal Flexbox erfinden. Das war jetzt aber auch nicht so das Nonplusultra. Wie gesagt, keine Tabellen, weil schlechter Stil und schlechte Barrierefreiheit. Denn eine Suchmaschine zum Beispiel, die kann nicht unterscheiden, ist das jetzt nur Layout oder ist das jetzt wirklich wichtiger Content? Und nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir wollen ein zweispaltiges Layout machen, das heißt diese beiden farbigen Container nebeneinander. Im HTML sieht das erstmal ganz rein und klar aus, also Container rechts, links. Das CSS ist jetzt ein bisschen klein da unten, aber es ist auch nur einfach zur Darstellung. Und wenn wir floaten, dann passiert nämlich genau das, was man hier sieht. Der Container, der drumherum gewickelt ist, der kollabiert, weil man nämlich mit dem Float die beiden Elemente aus dem Kontext der Seite hinaus herausreißt. Das heißt also auch hier vergewaltigt man eigentlich diese beiden Elemente. Und man schafft eigentlich mehr Probleme, als man wirklich löst. Besonders krass wird es dann, wenn noch ein drittes Objekt hinzukommt und man sagt, man möchte sowas machen, also zwei Objekte untereinander und dann nochmal eins nebendran. Dazu muss man nämlich die zwei Objekte, die untereinander stehen, nochmal in einen Container packen, also so nesten, und diesen Nest-Container dann floaten zu dem grünen Objekt. Und das ist eigentlich ein Hack. Das ist eigentlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Das ist dreckig gearbeitet. Aber es geht nicht anders. Also so werden Webseiten gemacht heute zum aktuellen Stand. Und das ist ein Auszug aus der offiziellen Bootstrap Dokumentation und da sieht man, dass hier ganz, 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 ganz viel genestet wird. Einfach nur, um zwei Elemente nebeneinander darstellen zu können. Was hat man gemacht? Im Wesentlichen, man hat auch wieder Content-Elemente genommen und hat sie fürs Layout vergewaltigt. Das heißt, eigentlich hat sich seit den Tabellen nichts geändert. Man hat einfach Tabelle durch Div ersetzt, hat Float und Clear dazu genommen, aber wirklich viel, wirklich geändert daran, dass der Code sauberer ist, lesbarer ist, hat sich eigentlich nichts. Bis jetzt. Denn jetzt haben wir CSS Grid. Und das sind jetzt drei Layouts. Das ganz
rechts außen, das ist ein Desktop-Layout, das ist ein Tablet-Layout und das ist ein Mobile-Layout. Und achtet mal auf die farbigen Container. Das hier ist eigentlich der Footer. Das sieht man hier und hier, der wird unten dran geklatscht. Das hier ist eigentlich der Header. Der kommt hier unter die H1 und hier ist er auf Mobile sogar über der H1. Und diese Darstellung, das so responsive hinzukriegen, das ist nach heutigen Maßstäben rein mit CSS und HTML nicht möglich. Das geht nicht. Das ist nicht umsetzbar. Es gibt hier sicherlich viele, die sagen, ja, Moment, ich habe Bootstrap, ich kann das. Ja, aber Bootstrap nutzt dafür JavaScript und vergewaltigt an der Stelle auch wieder den Code. Das heißt, sortiert wirklich durch JavaScript den Code neu. Und das ist auch nicht das, was wir wirklich wollen. Und da kommt nämlich jetzt was ins Spiel, was wir unbedingt brauchen, und das ist ein zweidimensionales Grid. Flexbox wirkt nur in eine Richtung, man kann es also entweder nur horizontal oder vertikal einsetzen, ist also auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und deswegen hat man jetzt CSS Grid eingeführt und dazu braucht man auch neue Terminologie, nämlich Grid Container, Grid Item, Grid Line, Cell, Track, Area und Gap. Ich werde gleich erklären, was das eigentlich alles bedeutet. Erstmal ein Grid Container, jetzt kommt der Code-Teil. Container werden einfach definiert über Display:Grid. Dann daraus wird aus einem normalen Div wird ein Grid Container. Dieses Grid-System teilt sich dann ein in sogenannte Tracks, das sind also horizontale und vertikale Reihen, wie man es eben aus einer Tabelle eben auch kennt. Man hat Zellen, das sind diese einzelnen Dinger. Man hat Areas, das ist also ein definierter Bereich an Zellen. Und man hat Lines, das sind eben diese gestrichelten Linien hier. Zusätzlich zu CSS Grid hat man jetzt auch ein neues Maß eingeführt und das ist Fraction. Fraction funktioniert folgendermaßen. Ich kann über Grid Template Columns, kann ich also die vertikalen Spalten definieren und kann da sagen, vom gesamten Bereich, der mir zur Verfügung steht, nutze ich zwei Fractions, das ist also die Hälfte, oder eine Fraction, beziehungsweise jeweils eine Fraction, das ist also immer bis zum nächsten Strich. In der horizontalen ist es genauso. Ich kann auch andere Werte einsetzen, ich kann auch Pixelwerte einsetzen, ich kann Auto definieren, dann ist die Höhe variabel. Das funktioniert auch. Und auf diese Weise kriegen wir jetzt ein Raster. Und was wir jetzt noch tun müssen, ist, diesen Zellen eben unser Layout zuweisen. Das kommt im nächsten Schritt. Wenn man jetzt hier den Content einfügt, so wie man es eigentlich gerne hätte und so wie es semantisch richtig ist, dann passiert Folgendes. Ohne großartige Definition werden die Elemente an diesem Raster ausgerichtet. Beginnend mit dem ersten, also dem Header, und enden mit dem Footer. In der Reihenfolge von links nach rechts. Was wir jetzt tun, ist mit Grid Template Areas richtige Bereiche definieren. Dabei ist es so, jetzt in unserem Beispiel eben, wir wollen, dass diese H1, das ist der Titel, dass der hier oben komplett über die ganze Breite geht. Und dazu definiere ich die Zellen mit dem jeweiligen Namen, dem ich das Ganze zuweisen will. In dem Fall jetzt hier Titel. Also Titel, Titel, Titel bedeutet in dem Fall, die ganze Breite wird benutzt. Eine Spalte tiefer haben wir hier Main. Main ist in zwei Zeilen unterteilt, weil das ein großer Bereich ist, der die ganze Fläche hier auf der Seite einnehmen soll. Und dann haben wir hier nebendran noch Header und Sidebar und Footer. Und so wird das hier definiert. Ich empfehle diese Schreibweise, wenn ihr das macht, weil so wird eigentlich schön klar, wie das Raster aufgebaut wird. Und dann passiert Folgendes, wenn ich jetzt den einzelnen Elementen mit Grid Area, diese Area zuweise, dann ploppen die genau in die Position, in die sie halt eben auch rein sollen. Und das ist was, was für responsive der letzte Scheiß ist, denn ich brauche jetzt in meinen Media Queries nur noch diese Template Areas im Grid umzudefinieren, umzusortieren,
Und sonst sorry, gar nichts please, mehr. Please come to okay. an end. Alles klar. Das ist Responsive Web Design anno 2017. Browser Support. Im aktuelle Browser unterstützen es eigentlich alle, bis auf Internet Explorer. Der hat noch eine alte Definition, das wird aber wohl geupdatet. Und als Empfehlung empfehle ich dafür, mobile Ansichten zu nutzen, weil die funktionieren überall. Das war's. Okay, dankeschön. Ganz kurz, haben wir noch, gibt's Fragen? Eine schnelle Frage? Ist nicht der Fall. Alles klar, dann müssen wir einmal ganz kurz umbauen hier. So, dann haben wir einmal, ich hätte da gerne noch ein Bild. Lieber Beamer. Wir haben das vorher extra getestet, das hat funktioniert. Hi. Ich würde schon mal die Zeit nutzen und mit euch einen kleinen AB-Test machen. Der Vortrag, den ich gleich halten werde, heißt Wo ist Markt? Wer kennt Wo ist Markt schon? Hände hoch bitte. 2 Hände, 3 Hände, sehr gut. Gegentest, wer kennt Wo ist Markt noch nicht? Hände hoch. Gut, ich habe euch ein paar Pflaumen mitgebracht. Wer die haben möchte, behält die Hände oben. Ja. Also das ist definitiv der zweite, jetzt ist es ganz drauf, jetzt ist nur noch der letzte zweite. Aber der hatte vorhin auch eine andere Aufnahme. Achso. Hat nicht gereicht die Zeit. Wir kriegen jetzt schon noch hin. Kannst du mal die auflösen? Schwierig. Also das ist der kommt die normalerweise automatisch. Es sei denn, du kannst mir eine andere Zeile geben. Ich weiß nicht, ich kriege die Auflösung zu ändern. Nee, das bringt nichts. Den hat schon ganz schwierig. Ich weiß, aber es reicht mir, um die Auflösung zu ändern, weil er die Auflösung automatisch erkennt. Kannst du mit X ran mal gucken, ob er die zweite Frage guckt? Ja. Ja, wir werden da ein bisschen überziehen müssen. Dann ergibt nichts raus. Ja, vielleicht haben Sie die Dinger gespendet. Ja, auch gerne. Wie
Was ist denn der von gerade eben? Hat jemand einen Laptop, von dem wir eventuell ein paar Slides präsentieren dürften? Irgendwas anderes als das, um es auszuprobieren, ob es tut, weil es gerade irgendwie nicht tut. Das sind PDFs. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund von Störungen kann es zu leichten Verspätungen im Zugablauf kommen. Und wenn du glaubst, hey, es geht nicht mehr, tut's. Kommt irgendwo ein Engel her. So, mit ganz leichten Verzögerungen dann jetzt, wo ist Markt? Okay. So. Dann können wir starten. Mit Windows habe ich nicht gerechnet, trotzdem werde ich mein Bestes geben. Herzlich willkommen, ich heiße Tobias, ich möchte euch das Projekt Wo ist Markt vorstellen. Die Einführung mit den Pflaumen ist ja eben schon passiert, hier gibt es noch ein paar. Und es geht um Wochenmärkte und Trödelmärkte.
Das, was ihr vielleicht auch kennt, gibt es in jeder Stadt. Ich war heute Morgen hier in Darmstadt unterwegs und bin über den Markt gelaufen. Da war es noch ein bisschen früh, da sind mir die Gebäude ein bisschen schief geworden. Ich habe es nochmal versucht, so sieht das hier in Darmstadt aus. Und es gibt Flohmärkte, es gibt in Hamburg gibt es einen Fischmarkt, es gibt Blumenmärkte, alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und die Idee war, warum ist das nicht auf einer Karte? Was ich halt in Berlin, da wo ich wohne, vorgefunden habe, ist, dass es eine Veröffentlichung gibt auf einer Webseite von berlin.de und die ist tabellarisch. Und da das in Berlin ungefähr 200 Märkte sind, hatte ich wenig Lust, da durchzuscrollen. Und dann habe ich ein Projekt aus Karlsruhe gefunden, das es auf eine Karte packt. Das habe ich für Berlin adaptiert und das sieht so aus. Und was ihr da jetzt seht, ist Frankfurt, die nächstgrößere Stadt, weil Darmstadt ist noch nicht dabei. Was kann man auf der Karte machen? Ich habe hier so mal die wichtigsten Stellen markiert. Oben kann man die Stadt aussuchen. Man kann seine eigene Position finden. Man kann nach Zeit filtern. Man kann also Märkte von heute anzeigen lassen, Märkte, die jetzt gerade stattfinden. Und nochmal alle Märkte, damit man so einen Überblick hat. Das ist dann farblich noch kodiert. Dann kann ich gucken, wo die Daten herkommen. Und ich finde halt, wenn ich auf so ein Icon klicke, die Detailinformationen, also die Öffnungszeiten des Marktes. Und ganz unten gibt es halt noch Impressum, das habe ich jetzt nicht weiter markiert, da findet man dann alle weiteren Angaben, wie das Projekt entstanden ist und wo der Source Code zu finden ist. Das Ganze funktioniert auf dem Mobiltelefon auch gut. Gibt es noch Verbesserungsbedarf, das sieht man jetzt in dem Screenshot so ein bisschen da. Das Layout ist nicht so schön, aber generell funktioniert das. Die Anzahl der Städte liegt aktuell bei 62 Städten, was daran liegt, dass das kein Automatismus ist. Es muss in jeder Stadt jemanden geben, der sich dafür engagiert, dass die Stadt, die Marktdaten der Stadt da reinkommen und die dann auch aktuell hält. Weil es gibt keinen, der deutschlandweit irgendwie die ganzen Städte abklappert. Das ist so passiert in den letzten Monaten, weil 51 Leute mehr als eine Stadt hinzugefügt haben. Und wie man sieht, ist da in der Mitte noch so ein leeres Feld. Und meine Hoffnung ist ja, dass bevor ich nach Hause fahre, morgen, vielleicht Darmstadt dabei ist. So, da kommen wir dazu, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Das Datenformat ist GeoJSON und alles, was man machen muss, um einen einzigen Markt einzutragen, ist, man braucht die Geokoordinate, man braucht ein paar Angaben, wie, wo ist der? In diesem Fall ist der Marktplatz hier am alten Rathaus und der heißt wahrscheinlich Wochenmarkt Darmstadt. Und dann benutzen wir für die Öffnungszeiten das Format von OpenStreetMap. Das ist menschenlesbar, aber kann gleichzeitig auch verarbeitet werden, um diese zeitlichen Filter auszudrücken. Ist da eine Frage? Ich würde die Frage aufheben zum Schluss und dann beantworten. Das Projekt ist auf GitHub. Ihr könnt auf jede Art beitragen. Es gibt halt Marktdaten, die man beitragen kann, aber es gibt halt auch noch ein bisschen Code drumherum. Wir haben versucht, das möglichst einfach zu machen, dabei zu tragen. Und auch wenn man nicht coden will, gibt es halt viele Sachen, wie man helfen kann, die das Projekt bekannter machen oder von der Usability Sachen verbessern. Wir haben versucht, die einzelnen Punkte, die wir schon gesammelt haben, zu kennzeichnen. Die sind halt gelabelt und auch ein bisschen klassifiziert, so dass man als Einsteiger auch
sieht, was ist relativ einfach, was kann ich machen. Es gibt für die Daten selbst nochmal eine Anleitung, die ist in 3 Schritten erklärt. Es gibt halt 3 Dateien, die man anfassen muss, und dann ist es quasi online. Die ganze Infrastruktur ist so aufgebaut, dass ich nur diese JSON-Datei reinschmeißen muss und der Rest passiert von selbst. Genau. Damit man dann weiß, ob es funktioniert, gibt es eine Vorschau, es gibt Reviews und automatische Validierung der Daten, weil es halt immer wieder vorkommt, dass man irgendwie Tippfehler drin hat oder irgendwas nicht funktioniert oder dieses Datenformat von OpenStreetMap. Genau, das war es eigentlich schon. Das Projekt ist Open Source, wie gesagt. Lizenz steht auch dran. Ist im Rahmen von Code for Germany entstanden, gestartet in Karlsruhe von Torf. Und in Berlin haben wir das dann adaptiert und jetzt mittlerweile gibt es halt in 62 Städten diese Karte zu sehen. Vielen Dank nochmal für alle, die bisher schon mitgemacht haben. Und jetzt würde ich zu den Fragen kommen. Die erste Frage war eben, warum wir nicht OpenStreetMap nutzen. Das Projekt ist tatsächlich noch gar nicht so alt. Das war auf der ersten Folie zu sehen. Ist jetzt, glaube ich, über ein Jahr oder fast 2 sogar. Und die Frage hatte sich bis jetzt noch nicht gestellt, ob wir diese Anbindung machen. Also es ist halt aus dem Open Data Bereich, es gab halt die Daten von der Stadt teilweise und teilweise gab es sie halt überhaupt nicht. Und da haben die Leute die irgendwo manuell erfasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eine Anbindung nach OpenStreetMap macht und das sozusagen synchronisiert. Im Moment ist es so, dass die Daten statisch in dem Repository liegen und dort auch gepflegt werden. Und ja, also ich habe da prinzipiell nichts dagegen, aber da gab es noch keine Initiative, dass das jemand machen wollte. Gibt es andere Fragen? Da oben. Ob man die Datenbank abfragen kann? Die Frage ist, ob man die Datenbank abfragen kann, sowas wie alle Märkte in der Nähe. Nein, das ist nicht so. Also im Moment sind das statische Dateien, die eingelesen werden und dann über das, was wir auf der Webseite machen, zeitlich filterbar sind. Eine umfangreiche Abfragesprache kann ich dann im Moment nicht drauf machen, außer ich habe halt Tools, um diese GeoJSON-Dateien zu verarbeiten. Also hier gibt es den Hinweis nochmal für den Stream, die Daten in OpenStreetMap einzutragen, damit man dann über die Overpass-API dieselben Abfragen machen kann und eine dynamische Anbindung hat. Und das kann man dann auch auf eine Leaflet-Karte schmeißen. Genau, das ist technisch möglich, das stimme ich vollkommen zu. Wie gesagt, da gab es noch bisher keine Ambitionen in dem Projekt, das so umzubauen. Das könnte man machen, ja. Okay, dann danke für deinen Vortrag und wir machen dann nahtlos weiter. Danke. Als letztes Wort, 2 andere Projekte. Wer sich dafür interessiert, kann mich ansprechen. Eventuell mache ich noch einen spontanen Lightning Talk, falls nachher keiner mehr möchte. Pflaumen gibt es auch noch. Ja, Dankeschön. Wo ihr gerade so schön geklatscht habt, ich glaube, es wäre mal Zeit, hier unserem Technikengel einen Applaus zu geben, ohne den der ganze Quatsch hier gar nicht laufen würde. Das auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt einen Vortrag über Garmin. Lalala. Alles gut. Nein, nicht alles gut. Nein? Das
Na, da ist ein QR-Code auf der ersten Seite eigentlich. Aber Wie kriege ich das denn in den Fullscreen? Steuerung L. Nice. Gut, wo muss ich drücken? Hier. Okay, also, das Initial Problem, ich habe hier so eine Garmin Sportswatch und das ist eigentlich extrem cool, weil es gibt nur eine Sache, die ist besser als Sport machen, nämlich zu Hause rumsitzen und sich dran aufgeilen, wie geil man Sport gemacht hat. Vielleicht noch gepaart damit, dass man irgendwelche Daten dazu erfasst hat, an denen man dann rumnerden kann. Also so pro 10 Minuten Sport eine Woche lang Daten analysieren, finde ich, ist ein gutes Ratio. Das Problem nur bei diesen Garmin Watches und Devices ist, der Workflow, den die sich gedacht haben, ist, ich sync die Uhr mit meinem Phone und das pusht das Ganze dann in die Cloud und dann haben die den ganzen Spaß mit der Analyse und geben mir nur so ein kaputtes Web-Frontend und das ist doof. Und außerdem wohne ich in irgendwie so einem Drittweltland oder bin in Hotels, wo irgendwie das Wi-Fi immer doof ist und da muss man die Daten ja einmal erst hoch in die Cloud schicken, um sie dann wieder runterzubekommen und das ist auch doof. Und ich weiß nicht, ob ich Garmin meine Daten überhaupt anvertrauen will, weil das sind meine Daten und so. Und da gibt's aber auch schon eine sehr elegante Lösung, denn die Uhr, die hat irgendwie so eine kleine Batterie, die nach 2 Tagen schon leer ist und das muss man laden und das geht über USB. Und wenn man das dann an seinen Rechner anschließt statt an die Steckdose, dann wird das Dateisystem von der Uhr auch schon gemountet und dann lässt man da so drin rum und dann findet man so .fit-Dateien und dann ist man eigentlich schon fertig, denn Leute behaupten, Fit wäre irgendwie ein offenes Format und man kann auch die Spezifikationen dafür googeln und entweder man ist Hardcore und beschäftigt sich damit, wie man jetzt Binärdaten ausliest und versucht, diesen ganzen Standard zu implementieren oder man googelt einfach und findet Tools von Leuten, die das schon gemacht haben. Und mein persönlicher Favorite ist da dieses Python FitPass, denn das kommt mit dem FitDump und das spuckt einfach alle Daten, ob sie versteht oder nicht, auf die Kommandozeile und dann hat man 100.000 Zeilen Text, die man lesen kann und anfangen kann zu botchen und irgendwelche kaputten Skripts damit zu schreiben. Ja, so sieht das dann aus. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ich habe einen Herzfrequenzsensor mit einer Batterie mit 2,9 Volt. Ist praktisch, falls sie irgendwann mal leer ist oder so. Aber wie das so ist, Probleme mit Technologie sind wie so eine Hydra. Man löst ein Problem und hat gleich 3 neue. Eins davon ist, ich war im Wald unterwegs und irgendjemand hat da so ein Tor auf so einen Weg gebaut und ich habe mir gedacht, hey, bist du nett, packst du das auf OpenStreetMap. Wo das gespeichert ist, findet man schnell. Es gibt da nämlich so Locations.fit. Da müsste das drin gespeichert sein, was ich da auf dem Touchscreen rumgedrückt habe. Das Problem ist nur, GPS Babel, das ist halt nicht so tolerant, was Daten angeht, die es nicht versteht, denn das muss validen Output erzeugen. Und ja, Computer says no, ich weiß, wo ich unterwegs war, aber dieses Tor finde ich nicht wieder. Python FitPass, ja, wie gesagt, das dumpt alles auf die Kommandozeile und da sieht man bei Gate, weil ich der Location netterweise einen Human Readable Name gegeben hat, da sind so 3 große Integers. Gut, eins davon ist Longitude, das andere ist Latitude, da probiert man rum und hat es irgendwann raus. Das dritte ist, glaube ich, kein Unix-Timestamp, außer ich bin ins Jahr 1997 zurückgereist. Das kann ich an der Stelle noch nicht ganz ausschließen. Bisher war mein Workaround immer, dass ich dann einfach, wenn ich was markiere, einmal kurz im Kreis gehe, dann kann ich das Technologieproblem auf die Art lösen, aber auf Dauer ist das irgendwie nicht so cool. Das nächste Problem. Die Datenübertragung zwischen diesem Herzfrequenzsensor und der Uhr, die funktioniert unter Wasser nicht. Das heißt, wenn man schwimmt, dann zeichnet das Ding nichts auf und der Design Workflow ist, am Ende drückt man auf der Uhr so einen Knopf, wenn man wieder im Trockenen ist und dann synchronisiert das die Daten und packt die einfach hinten an die Datei dran. Aber irgendwie ist das komisch, denn also oben seht ihr, wie jetzt meine Herzfrequenz beim Schwimmen aussieht in der App und unten, was ich da so rausgelesen habe. Und okay, das sind keine normalen Timestamps, die fangen irgendwie bei 0 an, na gut. Ihr seht, nach 3000 Sekunden bin ich in der Zeit zurückgereist und dann weitergeschwommen. Also dieses, ich glaube, Garmin-Uhren sind für Zeitreisende gedacht eigentlich. Und das nächste Problem ist, unten links in diesem blauen Plot seht ihr dieses Gewubbel. Wenn ich die Y-Achse nicht ausgeblendet hätte, könnte man ablesen, das fehlt irgendwie oben. Also irgendwie der Herzfrequenzsensor, der zeichnet irgendwas auf und die Uhr zeichnet irgendwas anderes auf und die App kann das synchronisieren und ich kann das noch nicht. Das ist irgendwie doof. Und dann, also dieses GPS-Babel ist ein schönes Tool, aber das funktioniert halt auch irgendwie nur, wenn man gerade GPS-Empfang hat. Und wenn ihr mal mit GPS-Devices gearbeitet habt, manchmal brauchen die einen Moment, bis sie GPS
synchronisiert sind. Und beim Joggen ist das irgendwie doof und beim Radfahren ist das irgendwie doof, weil man zeichnet so Temperatur und Trittfrequenz und den ganzen Mist auf und hat das dann in seinen konvertierten Daten nicht drin. Und wenn man diese Uhren irgendwie im Fitnessstudio benutzt, da hat man einfach so gar keinen GPS-Empfang. Da kommt also einfach eine leere Datei am Ende raus. Und okay, für mit in Sachen in OSM eintragen, was will man machen, wenn man nicht weiß, wo man ist, weiß man nicht, wo man ist. Da kann man nichts lösen. Aber irgendwie zum Rumnörden, die Temperatur wüsste ich halt schon gern. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, dann muss man das halt selber in Angriff nehmen und ein kleines GitHub-Repository gestartet und da einfach mal angefangen, Code reinzupumpen, den ich entwickelt habe beim Versuch eben aus der Sportswatch irgendwie Sinn zu machen. Ein Ergebnis zum Beispiel, also okay, man muss erst einen Halbmarathon laufen, um irgendwie das Halbmarathon-Skript nutzen zu können. Aber was man da cool sieht ist, wenn man berghoch läuft, dann ist man irgendwie langsam. Und wenn man bergrunter läuft, dann ist man irgendwie schnell. Und das nach nur einem Wochenende Data Mining finde ich schon eine große Erkenntnis. Davon brauchen wir mehr. Ich habe einen Freund ins Fitnessstudio geschickt und den gesagt, probier mal aus, ob wir jetzt irgendwie deine Herzfrequenz, wenn du indoor unterwegs bist, rauszufinden und drück mal auf den Knöpfen auf der Uhr rum. Vielleicht sehen wir das auch im Output. Das funktioniert schon. Also wer irgendwie nur seine Herzfrequenz im Fitnessstudio haben will, das Skript dazu ist auf GitHub. Und dann, okay, was man natürlich auch noch machen muss, man muss später dann beim Kaffee trinken seinen Freunden auf dem Smartphone zeigen, wie cool man das gemacht hat. Das heißt, da kommt jetzt auch noch so eine kleine HTML-Datei raus mit so ein bisschen JavaScript, dass man das auch auf irgendwie dem Smartphone sehen kann. Könntest du bitte langsam zum Ende kommen? Ja, das ist schon die letzte. Man muss das Ganze halt nur noch irgendwo hosten oder so, aber ich glaube, Webhosting kriegen die meisten hier irgendwie hin. Wenn das jetzt irgendwie ein gescheiter PDF-Reader wäre, wäre da ein großer QR-Code, wo ihr hin müsst. Ansonsten, da unten steht die URL zu GitHub. Fragen oder gleich zum nächsten? Ja, wir haben noch Fragen im Publikum? Keine Fragen? Okay, dann Dankeschön und weiter geht's. Danke dir. Der nächste Talk ist dann Bundestagsmining von Max. Ah, da drüben. So. So, bitte sehr. Jo, dankeschön. Ich fasse mich kurz. Ich habe einen Datensatz und ich suche nach Fragen, die man dem Datensatz stellen kann und idealerweise Menschen, die wissen, wie man einem solchen Datensatz solche Fragen stellt, denn ich habe davon keine Ahnung. Und zwar geht es um Bundestagsdaten von der vom Deutschen Bundestag halt. Und was Open Data angeht, da hatten wir heute schon so einen Vortrag zum Thema, wie gut das funktioniert. Und da habe ich noch einen schönen Ausschnitt aus dem Koalitionsvertrag, wo sie gesagt haben, wir wollen sobald wie möglich Bekanntmachungen wie beispielsweise Drucksachen und Protokolle in Open Data fehlender Bindestrich tauglichen Formaten unter freien Lizenzbedingungen bereitstellen. Freie Lizenzbedingungen ist lustig, weil die ja komplett frei von Copyright sind, aber das ist was anderes. So, der aktuelle Stand, wie das jetzt momentan funktioniert ist, es gibt ein parlamentarisches Dokumentationssystem, das hat kein API, das hat keinen Bulk-Download, das hat PDF-Dokumente ohne irgendwie sinnvoll abrufbare Metadaten und es hat keine Informationen über Zusammenhänge zwischen Dokumenten. Die gibt es in einem anderen System, das andere Identifier benutzt und nicht alle Dokumente enthält aus irgendeinem Grund. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Gleichzeitig soll man ja auch zwischendrin mal loben. Die PDF selber sind an sich ganz angenehm, die haben eine schöne Textspur. Die sind auch zurückdigitalisiert und mit OCR versehen bis zum ersten Dokument der Bundesrepublik Deutschland zurück. Das ist ziemlich geil. Das OCR taugt meiner Erfahrung nach auch bisher von meinen Stichproben her. Die URLs sind komplett vorhersehbar im parlamentarischen Dokumentationssystem. Das HTML mit den Metadaten ist relativ gut scrapebar. Und das Technikteam ist sehr freundlich gewesen zu mir. Ich habe die gefragt, habt ihr ein API? Und die meinten, nee, aber so ist unser URL-Schema. Und wenn du uns scrapen willst, dann mach das bitte irgendwie so zwischen 10 und 2 Uhr morgens und dann passt das schon. Das Ergebnis ist jetzt so circa 500 Lines of Code Python, um den Kram zu scrapen. Das ist größtenteils Kommentare und so Gedöns. 19.000 kleine Anfragen, 10.000 Gesetzentwürfe, 4.000 Plenarprotokolle, 130.000 Dokumente insgesamt, 76 GB in PDF und TXT kombiniert. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal auf archive.org hochgeladen, weil man weiß ja nie, was so aus solchen Dokumenten sonst wird. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Und jetzt.
Ich habe leider keine Ahnung davon, wie man mit großen Mengen an Text umgeht. Und deswegen ist hier jetzt die offene Frage an euch alle. Wenn ihr Bock habt, mit so einem Datensatz zu arbeiten, dann kommt zu mir, redet mit mir. Ich gebe euch den Datensatz gerne. Und ja, ihr könnt mit mir reden, hier in Person. Hi. Ihr erreicht mich auf Twitter, @malexmarve. Da stehen meine E-Mail- und Java-Adressen, mein PGP-Key, wenn ihr auf sowas steht. Und ich habe die Daten alle auf meinem Laptop. Wie gesagt, 76 GB. Wenn ihr einen Datenträger habt, der groß genug ist und in sinnvoller Zeit befüllt werden kann, gebe ich euch die Daten gerne direkt mit. Und damit haben wir dann eventuell noch Zeit für Fragen, wenn das erlaubt ist. Ja, haben wir Fragen im Publikum? Ja, also die Frage war, gab es dazu nicht heute schon einen Vortrag sinngemäß? Ja, genau, es gab heute Vormittag den Vortrag zu sehr gut achten und Stellungnahme und so weiter. Ja, die gehen da auch sehr schön ran und ich habe auch schon da geredet mit den entsprechenden Leuten, die ich gerade im Publikum nicht wiederfinde. Da drüben, okay, hi. Ja, vielleicht kann man daraus was machen. Die haben halt jetzt sehr spezifische Sachen sich angeguckt und zum Beispiel Plenarprotokolle stecken da noch nicht drin und solche schönen Sachen. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die Projekte mit Plenarprotokollen machen hier. Und insofern ist es einfach jetzt nicht so sehr dieses, wir brauchen unbedingt ganz viele neue Sachen, die das benutzen, sondern eher, wenn ihr schon immer mal auf so einem großen Datensatz rumhacken wolltet, ich habe einen. Ja, die Frage war, sind die konvertierten PDFs nutzbar? Ja, der magische Switch ist -layout, das funktioniert für diese Dokumente in meinen Stichproben super. Dann braucht man noch so ein bisschen Python-Foo vermutlich, um das irgendwie so auseinander zu glauben, dass halt die Header und Footer und so weiter da irgendwie verschwinden. Aber das ist sicherlich auch machbar. Also in meinen Stichproben hat es überall super ausgesehen. Mehr Leute? Sonst würde ich weitergeben an den Nächsten. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann ein Riesenapplaus für Max. Gut, Dankeschön. Klappt ja vorzüglich. Als Nächstes haben wir Rette deinen Nahverkehr. Von STK, crowdbasiertes Politikerinnen auf die Nerven gehen, as a Service für mehr offene Daten im ÖPNV. So. Ich gebe dir einfach mal das Mikro und mach mal Folien. Genau. Ja. Tut das? Ja. Genau. Genau, wir sind zwei Personen, wir sind nicht beide STK, das ist STK, ich bin Maxi. Und wir, wir stellen Rette deinen Nahverkehr vor, denn wir haben eine Webseite gebaut. Menschen anzupöbeln, effektiv. Weil der Punkt ist, wenn man heute irgendwie in die Presse schaut, dann heißt es immer so, da gibt es einen Digitalisierungsminister, die sagen, keine Ahnung, autonomes Fahren, Automobil der Zukunft, Mobilität der Zukunft, Blockchain. Ich muss so lange weiterlaufen, bis jemand Bullshit sagt, weil jemand Bingo mitmacht. Der Status quo aber ist heutzutage immer noch so, dass Nahverkehr nutzen ist einfach ein totaler Krampf und furchtbar und ist von der Mobilität her, also es fühlt sich von der User Experience an, nicht wie irgendwie Apple oder sowas oder sonst irgendwie, Windows 3.11 wäre irgendwie das Äquivalent. Deswegen dachten wir uns, was Fefe kann, können wir schon lang. Wir brauchen ein willfähriges Zeitbinder-Botnetz und möchten uns eigentlich nicht mit Fefe vergleichen wollen, aber Wie kann man da rangehen? Wir sind im Jahr 7 von offenen Nahverkehrsdaten. Also wir möchten eigentlich, dass Sollfahrpläne als offene Daten möglichst unter Creative Commons Zero Lizenz, also wirklich gemeinfrei, für alle verfügbar sind, damit man da drauf Auswertung machen kann. Zum Beispiel den Mashup zwischen Immobilien-Scout und Nahverkehr, damit man rausfinden kann, wo hole ich die WG, die möglichst schnell zu meiner Unterkunft oder zu meiner Arbeitsstelle fährt.
So, und wir haben dafür ein Nerf-Werkzeug gemacht. Also man kann hier aber runterscrollen. Wenn jemand keine Ahnung von dem ganzen Zeug hat, kann man eben auch hier Argumente finden, warum das wichtig ist, dass es um persönliche Fahrplanauskünfte geht, die einfach auf jemanden selber zugeschnitten sind, zum Beispiel Aufzüge, die man verschneiden kann. Genau, die Deutsche Bahn zum Beispiel veröffentlicht Aufzugsdaten, also wirkliche Live-Daten. Das heißt, wenn man... Genau, nicht wo der Aufzug ist, sondern tatsächlich fährt dieser Aufzug oder fährt er nicht, also nach oben und unten. Und man könnte sie dann halt eben verschneiden mit einem Routing im Sinne von, ich möchte von A nach B, aber wenn halt am B der Aufzug nicht funktioniert, dann steige ich halt eine Station früher oder später aus und muss mich dann halt anders irgendwie nach B bewegen. Aber zumindest, es wäre technisch möglich. Und dazu brauchen wir Aufzugdaten, die haben wir, und dazu bräuchten wir auch Fahrplandaten, und die haben wir halt eher so nicht. Und das versuchen wir eben schon länger, wie Stefan meinte, schon seit 7 Jahren. Es fing alles an hier mit grauenhafter Windows-Software und Großrechnern. Dann kam tatsächlich Google auf die Idee, den Datenstandard GTFS, was mittlerweile General Transit Feed Specification heißt, zu erfinden, was eigentlich eine Horde gezippter Textdateien sind, die einen Fahrplan beschreiben. Und daraufhin das Format stand, die ersten Anbieter haben Fahrpläne darin publiziert, und man konnte plötzlich halt Apps bauen, die total sinnvoll und gut zu benutzen sind. Und das ging dann so ein bisschen weiter. Genau, es ist, gab dann verschiedene Verkehrsverbünde, die Daten geöffnet haben. 2012 kam der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, dann kam die kleine Stadtwerke Ulm, und dann war lange Zeit, 2013 bis 2016, gar nichts los, und dann kamen dann nochmal einige Verbünde, Rhein-Neckar-Verkehrsverbund, der AVV, und jetzt im Frühjahr der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, also ja, Semi-Open-Data. Und wir haben allein in Baden-Württemberg 24 Verkehrsverbünde, und hier haben wir irgendwie 6 Stück stehen. Sind es 6? 5. 5 Stück stehen. Gestern kam nochmal ein weiterer Verkehrsverbund dazu, die einfach irgendwie noch ein anderes Datenformat haben, also nicht irgendwie dieser Standard, sondern so deutsche Speziallösung. Und deswegen sind wir drauf gekommen, wenn das Ganze von unten her pieksen keinen Wert hat, dann müssen wir von oben herangehen, nämlich über die Politik. Es gibt hier so ein bisschen so ein paar Talking Points, die man auch anwenden kann, wenn man irgendjemand anruft. Aber der Kern des Ganzen ist, dass man hier einfach in diese Seite die eigene Postleitzahl eingibt und dann direkt einen Brief vorformulieren kann, oder eben auch, wenn man nicht einen Brief ausdrucken möchte, kann man auch auf Anrufen klicken, und dann kommt man unter Umständen bei der Handynummer des Landrats raus. Da haben wir sehr viel schönen Crowdgesourced gemeinsam einfach so eine Liste angelegt mit also all den LandrätInnen oder auch den Oberbürgermeistern und den Telefonnummern. Und manche von denen haben eben auch die Handynummer auf der Landratsamtsseite draufstehen. Und so sieht so ein Brief hinterher aus. Genau, das ist keine Handynummer, aber hier wäre für Darmstadt, um uns einen Brief zurückzugehen, hier kann man sich den schön als PDF auch dann ausgeben lassen, einfach nur ausdrucken, unterschreiben, kann sich auch den Text irgendwie kopieren, wenn man das im Textsatzprogramm der Wahl anpassen möchte. Oder eben, wie gesagt, hier ist die Telefonnummer, jetzt wird niemand mehr rangehen, aber wer am Montag möchte, kann hier anrufen und sich mit Herrn Jochen Partsch verbinden lassen und dann eben auch sagen, dass er doch so bitte sich dafür einsetzen möchte, dass bei der nächsten Aufsichtsratssitzung man darauf hinwirkt, dass offene Fahrplandaten rausgegeben werden. Und jetzt seid ihr alle gefragt. Ihr könnt also auch mit dem Smartphone draufgehen und irgendwie das ausdrucken auf eurem Smartphone-Drucker. Geht einfach auf rettedeinennahverkehr.de, verbreitet die Kunde und schreibt viele Briefe. Sowas kostet nicht viel Geld. Ist auch schön in so Zeiten wie heute ein bisschen retro sein. Faxnummer haben wir nicht drauf gemacht. Sowas kommt aber auch an. Das ist dann euch als Hausaufgabe überlassen. Fragen soweit? Ja. Die Frage war, ob man nicht den Lead Director von HFAS, also HFAS oder HCON ist die eine der Firmen, die die Auskunftssoftwares machen, HCON und Menz.tv, ob er nicht treten sollte. Ich würde nicht zu Gewalt aufrufen. Wenn ihr es tut, wäre ich euch nicht böse. Aber tatsächlich ist hier eigentlich das Mandat der Politik, weil das sind zwei Firmen, die einfach gerade ihren Markt verteidigen möchten. Das ist einfach so, die machen das seit über 20 Jahren. Und tatsächlich ist es oft so, dass die Landratsämter als Teile dieser Zweckverbände und so weiter, die den Personenverkehr ausschreiben, dass die eigentlich die richtigen sind, weil die auch wirklich die Macht haben, im Zweifelsfall sich da durchzusetzen und sagen, hier, wer zahlt, schafft an, ist einfach das Prinzip. Die haben keine Ahnung, deswegen ändern wir das mit Briefen. Ja. Ja, das ist ein Chrome-Problem.
Also das ist, ihr dürft nicht nur über Windows bashen, ihr könnt auch sagen, nehmt freie Browser wie Firefox und da funktioniert das. Sollte aber nicht machen. Weitere Fragen? Bitte was? Es ist klausurrelevant, also ihr müsst abschreiben, deswegen ist es ja auch wirklich als Skriptum. Bitte was? Die Slides, auf die Slides im Moodle sind. Zum Ende kommen? Okay. Ja. Ernst gemeinte Fragen noch? Es gibt Präsenzpunkte. Ihr kriegt einen Klausurbonus, wenn ihr drei von den Dingern abgeschickt habt. Okay, dann danke für euren Vortrag. Ich glaube, da kommt noch einer, ne? Die beiden bleiben aber gleich da, haben nämlich einen zweiten Lightning Talk eingereicht, in dem es um das The Things Network geht. Und zwar, was ist eigentlich LoRaWAN und wenn ja, wie viele? Ach das, ja. Wir sind in anderer Rolle gerade auch noch hier, nämlich für das Freifunk für Sensornetzwerke. Yay. LoRaWAN steht für ein Low Power Wide Area Network. Und es kann. Aber was heißt das? Es braucht wirklich, wirklich wenig Energie. Also runter auf Mikroampere, du kannst es tatsächlich mit einer Knopfzelle benutzen. Und das ist vielleicht für manche Orte eine sehr, sehr gute Idee. Genau, also der größte Energieverbraucher ist, wenn das Ding irgendwo rumliegt, die Betriebs-LED auf dem Node-MCU oder sowas. Wide Area heißt wirklich ein extrem großes Link-Budget, das sind also über 100, ich glaube es sind 154 Dezibel und das bemisst sich in einer sehr großen Reichweite, die typischerweise wirklich mehrere hundert Meter bis Kilometer sind. Es gibt einen verrückten Schweizer, der damit von der Bergspitze runter über 100 Kilometer geschafft hat und wir haben es immerhin geschafft, wir haben in Ulm ein Netzwerk ausgerollt und da ist jemand mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und hat es dann auf 77 Kilometer entfernt noch Daten übertragen können. Ja, super Idee. Wir haben ein wunderbares Netzwerk. Fangen wir an, mediaccc.de zu streamen? Leider nein. Da geht nicht viel drüber. Also man hat zwar wirklich wenig Power und große Fläche, aber du kannst effektiv halt irgendwie so ein TCP-Paket am Tag durch die Gegend senden. Aber für manche Anwendungen ist es voll die gute Idee. Genau. Wer JSON mag, wird LoRa hassen. Ihr müsst dementsprechend einfach eure Pakete gut runterkodieren. Der typische Anwendungsfall ist immer, habe ich in meinem Schrebergarten die Pflanzen gegossen oder muss ich nachgießen? Und das kann man einfach mit einer 0 oder 1, die man überträgt, kodieren. Anwendungsbeispiele, das kommt hier aus Niederlanden. In Amsterdam ist das sehr ausgerollt worden und da gibt es offenbar ein Problem, dass öfter mal, wenn irgendwie Regen oder sonstige Dinge ins Spiel kommen, dass dann diese Boote, die dann auf den Grachten oder auf den Kanälen rumliegen, dass die dann absaufen. Und wenn man das irgendwie erst ein paar Wochen später mitbekommt, ist es blöd. Und deswegen gibt's hier Absaufmelden as a Service, indem man einfach so ein Teil im Boot versteckt. Und wenn das Boot dann endo geht, sagt's vorher noch kurz Hilfe. Also das sage ich mal. Das Ganze ist ein proprietäres Physical Layer von Semtech patentiert und keine Ahnung was vernagelt. Wer davon mehr wissen möchte, es gab auf dem letzten Kongress einen sehr ausführlichen Vortrag, bei dem ich ab der Hälfte etwa ausgestiegen bin, weil es einfach zu krass E-Technik war. Das Einzige, was für euch vielleicht interessant ist, ist im ISM-Band 868 Megahertz. So, und wenn man darüber senden möchte, dann braucht man natürlich auch irgendwas, was empfängt und wie man dann so an die Daten rankommt. Und da gibt's unter anderem, und vielleicht ist auch das, was man nutzen möchte, das The Things Network, ein freier Software-Stack, um eben Dinge zu empfangen, an Dinge ranzukommen und da so eine Infrastruktur aufzubauen. Genau, das Ganze ist quasi wie Freifunk für Sensornetzwerke. Das ist eine Architektur, also das ist ein vereinfachtes Modell, wie wir es jetzt bei uns in der Stadt aufgebaut haben. Diese kleinen Teile links, die ihr da seht, das sind die Nodes, die ihr irgendwo versteckt habt oder mit denen ihr im Schrebergarten eure Bodenfeuchtigkeiten messt. Und die übertragen das Ganze, also ihren Funkinhalt zu Gateways, die irgendwo in der Stadt stehen. Und ihr könnt euch selber ein Gateway bauen, die Carrier-Grade-Sachen kosten 2.500 Euro, das ist ziemlich viel, aber mit einem Raspberry Pi und einer Platine dazu kriegt er für etwa 150 Euro so ein Gateway hingebaut, das dann auch Teil des TTN-Netzes ist und die Reichweite einfach den Empfang verstärkt. Nach rechts geht es dann weiter, die Gateways empfangen das, kapseln das in TCP-IP und schicken es dann eben an eine Kette von Brokern, Händlern und so weiter, die jetzt überhaupt nicht interessant sind.
Und spannenderweise könnt ihr halt rechts mit euren Services euch auf diese Handler subscriben. MQTT kann man da sehr schön sprechen. Und dann könnt ihr wirklich innerhalb weniger Millisekunden wirklich dann auch rauslesen mit eurer App, was da auf der anderen Seite gefunkt wurde. So sieht so ein Gateway aus. Also das ist hier bei uns in Ulm. Wie man sieht, die haben hier extra die Straße aufgerissen, damit sie hier das Gateway anbringen können. Also eigentlich bauen sie eine Straßenbahn. Das ist also auch nur Tarnung eigentlich nur, damit sie da Sensornetzwerk. Genau. Und? Ja, wenn ihr das in eurer Stadt ausrollen wollt, dann müsst ihr natürlich irgendwie Gateways auf vielleicht eher so höher gelegene Gebäude oder so bringen. Wie zum Beispiel da, das ist das Ulmer Münster, so schön obendrauf. Wäre eine gute Idee und sucht euch da Verbündete. Und die Reihenfolge hier ist nicht zufällig gewählt, SDK sagt da gleich mehr dazu, aber packt es aufs Dach eurer Uni, fragt eure lokalen Stadtwerke oder fragt lokale Kapitalistinnen, ob sie nicht Bock haben, das bei ihrer Firma aufs Dach zu werfen. Genau, die Reihenfolge ist in der absteigenden Schwierigkeit. Tatsächlich ist es so, ich dachte eigentlich andersrum, aber bei den KapitalistInnen war das ganz gut zu vermitteln. Also die haben da bei uns, einige tausend Euro draufgeschmissen, weil sie sagten, das ist ein Spielfeld, da kann man einfach mal in der Stadt auch wirklich was als Testfeld ausprobieren. Die Stadtwerke haben danach relativ gut nachgezogen. Wenn man mit einer Hochschule zu tun hat, kann es sein, dass Vermögen und Bau vom Land dahinter kommt und dann zieht es irgendwie Kreise, dann muss es über die Landeshauptstadt gehen und ein halbes Jahr später hat man vielleicht immer noch nichts gebacken. Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt davon, dann vergesst ihr alles, was hier oben steht und geht hier auf dieses lora.ulm-digital.com. Da gibt es ein bisschen Doku, gerade für den Einstieg. Wenn ihr da mehr wissen wollt, findet ihr die passenden Links, um weiterzumachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch beiden. Gibt es noch Fragen dazu, ganz kurz? Ich sehe keine, dann vielen Dank euch. Wer so Noten nachher mal angucken will, die kosteten früher 40, 50 Euro und waren teuer. Es gibt aber mittlerweile mit so WMOS D1 Node MCU Platinen, die ihr selber zusammenstecken könnt für 12 Euro und wir bauen gerade selber eine, die für 10 Euro zu haben ist. Und wir haben natürlich ein Gateway und Nodes dabei. Also ihr könnt damit auch spielen. Kommt uns irgendwie besuchen. Danke euch. Als nächstes haben wir Sva, die was über das PEP Project erzählt. Yeah, and I'll be giving this talk in English because the slides are in English, otherwise it's going to be furchtbares Denglisch. I hope no one's going to mind. Yeah, all right. So, PEP is pretty easy privacy. It's coming from pretty good privacy, so we're trying to roll out mass encryption on the long haul, as well mass anonymization, but I'm telling you about this. I have 4 chapters, let's see how far I can get in 5 minutes. Problem, online communication is visible like a postcard, and this world has mass surveillance. Solution is mass encryption, that's what we're trying to do, and maybe mass anonymization, getting rid of the metadata in the far future with the help of GNUnet. Let's see if that works. So we already have applications, and the concept is that we have an engine which cares for the crypto functionalities, which knows about messaging protocols, which is at the moment only email, like SMTP, exchange, and that stuff. And then you can plug in this engine with adapters into applications. Adapters are there in various languages. I think, yes, this is the list of some of the adapters. You see JSON, Qt, Python, that all that stuff is there. And we're developing on all the platforms because to get mass encryption, we need to get everyone. The concept is having those 6 pieces. Privacy by default, that's the tagline of the project as well. PEP does what the user would want to do. So we're all coming from this like crypto party background, explaining people GPG and stuff on and on and on. So at one point we just said, instead of writing how-to guides, we write user expectations into software and standards. So we also started an internet draft with the ISOC, and it's online, it's there, trying to create a new standard. For example, that keys are always attached to get rid of the key management. I'll explain that later. Another part is the easy to install, to understand, to use. There's no hassle, no training needed, and also easy for app developers with this concept of having adapters. So as an app developer, you only need to plug in, you only need to care for the interface between your application and the adapter, which is written in your language and like your
environment, and then we take care about the crypto stuff, which the engine has code audits and everything, so you need to trust this part. But then if something in the crypto changes, we'll be taking care of this in the engine, and as the application developer, you just need to take care that the interface between your application and the adapter is there. One part of Easy is that we use trustwords instead of fingerprints, that we have a sync protocol, which is not totally ready yet, but for syncing keys especially, but then you can also sync calendars and contacts. This is in testing. This is in Android and in Outlook. Peer-to-peer, sure, if it's crypto and if you want to do it right, it needs to be peer-to-peer, end-to-end, and no centralized infrastructure or any closed service. Like, I install this now and all my friends need to install this as well, because otherwise it's not going to work. So this is just GPG and you can use it with any other GPG PGP user. So we want to support then multiple crypto technologies and multiple message transports, multiple platforms, multiple languages. So at the moment we do OpenPGP, GNUPG and S/MIME, and the other stuff is about to come. Same for the message transports. The bolded part is the one which is already there. PEP is free software. Sure, if it's about crypto, you cannot do it otherwise. This is the URLs to the repositories, CAcert and Let's Encrypt. There you see where we're coming from. We're a very, very diverse team. So we have like Android, Google fanboys, and like Windows people, and like CAcert and Let's Encrypt people. And there's regular independent external code audits. The first one was released a couple of months back. But then anonymity, I also mentioned it. Metadata stays visible. This is a problem. I have 30 seconds left, so I'll explain you briefly GNUNet as the Internet 2.0. which is a mesh routing layer for end-to-end encrypted networking and framework for distributed applications designed to replace the old insecure internet protocol stack. If you haven't heard about GNUNet, please check it out. There might be a release within this year, and then it'll be very important that we as the geeks are installing it, testing it, checking, okay, what needs to be rewritten, and then maybe in, let's say, 5 years or so, we can roll out an Internet 2.0 for the people out there. So now this is 5 minutes, and I would say this is about it. Thank you very much. Danke. Do we have questions from the audience? No questions? What? One question over there. Thunderbird is about to come with the next release. So Patrick Brunschwig is working on it, and it's already there in testing. So I think you can already, if you check, it's not Thunderbird, it's Enigmail though. If you check on the Enigmail, which is still on SourceForge, if you go to Enigmail, you can see, I think there's a PEP branch somewhere where you can get testing versions. I'm not sure, I think it's at the moment only for iOS, no, macOS, like the Apple people. But yeah, Mutt is in Python, so, and we have quite some people who would be very, very glad if Mutt's gonna have it. Yeah. Dankeschön. So, und dann haben wir hier Xorxax mit Tinder for the Blind oder Dating wie in den 90ern. Danke, Psy. Und ja, ich habe einen etwas anderen Vortrag. Also es geht hier nicht um Encryption, sondern um eine Dating-Plattform. Und das Ganze ging damit los, dass ich mir überlegt habe, was gibt es denn für denjenigen, der irgendeine medial vermittelte Plattform nutzen möchte, für Möglichkeiten heutzutage. Und ganz groß ist natürlich Tinder mit ungefähr 2-3 Millionen Nutzern in Deutschland. Andere Dating-Apps und Parship, Elite-Partner, alles Mögliche. Und bei diesen Plattformen
erfolgt die Kontaktaufnahme meistens textuell und das Foto ist aber wichtig oder essentiell. Jetzt ist die Frage, ist das vielleicht oberflächlich oder so, und das ist vielleicht nicht moralisch gemeint an dieser Stelle, sondern es ist insbesondere auch erfolgsfaktormäßig gemeint. Also wenn ich nur nach Foto matche und dann danach Leute anschreibe oder kontaktiere, dann habe ich vielleicht gar nicht so viel Erfolg, als wenn ich anders matchen würde oder so. Oder insbesondere jetzt bei Tinder gilt das. Und dann habe ich mir gedacht, kann man das nicht anders lösen? Wie wäre es, wenn wir die Stimme nehmen? Und die ist sicherlich ehrlicher als ein gestelltes, gewähltes Foto. Und warum nicht per Telefon daten? Und das gab es auch schon in den 90er Jahren. Da gab es so Dating-Hotlines, die konnte man als Frau kostenlos anrufen. Als Mann musste man mehrere D-Mark damals pro Minute bezahlen. Aber dann ist das irgendwann eingeschlafen. Und ich habe das Ganze wieder aufleben lassen mit VoiceFlirt. Und das nutzt intern Open Source, FreeSwitch. Der Rest ist in Python geschrieben, noch nicht veröffentlicht. Aber wenn Leute mir da helfen möchten, dann das aufzuräumen oder so ein bisschen, keine Ahnung, auf GitHub was damit machen möchten, einfach mich kontaktieren. Man kann damit super IVRs bauen mit dem Framework, was ich da gebaut habe. Also Interactive Voice Response heißt das, aber bei mir ist es nur DTMF. Und ich habe das Ganze auf der Gulasch Programmiernacht 2017 laufen lassen. Größte Nutzerprobleme dort waren, dass die Telefonanlage die Anrufe verschluckt hat, die Text-to-Speech-Stimme nicht verständlich war und die Genderauswahl binär war leider nur. Und es haben 53 Leute angerufen. Zur Genderfrage sind die Leute bei der Profilerstellung 9-mal gekommen und beantwortet haben es aber nur noch 6. Das heißt, 3 Leute hatten eben Probleme mit der Genderauswahl, vermute ich. Und matchbare Profile sind aber nur 2 entstanden. Beides heterosexuelle Männer, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nein. ja, und die Veröffentlichung ist als freie Software geplant. Ich suche noch Mitstreiter. Ich bin unter dem unten links zu sehbaren Pseudonym im IRC erreichbar. Und ja, falls ihr Fragen habt, zum Beispiel, wie das Ganze noch funktioniert, ich kriege die Anrufe per Twilio rein. Das heißt, das ist Zip-Trunking. Und mein FreeSwitch beantwortet die dann. Und falls ihr noch andere technische Fragen habt, nehme ich die jetzt gerne entgegen. Oder andersartige Fragen. Ja, es war... Also Sva fragt, ob ich schon mal dran nachgedacht habe, dass das geswiped ist, dass das Swipen im Browser klappt mit einem Player, der das Voice Sample, das Tinder-Prinzip. Es ist letztendlich genauso umgesetzt, dass man sagen kann, vor und zurück, das kann Tinder nicht, aber du kannst Nein und Ja sagen. Und wenn du Nein sagst, dann ist das endgültig wie bei Tinder. Wenn du Ja sagst, kannst du die Person kontaktieren. Das ist jetzt ein bisschen anders als bei Tinder, aber gut, das ist, dass die andere Person kann da Nein sagen, aber es ist kein direktes Tinder. Ich könnte gerade noch mal eine Demo machen. Ich habe jetzt hier nur Audio. Sollte aber ausreichen, falls ihr mal hören wollt. Das geht auch über WebRTC im Browser. Tja, das VPN ist wahrscheinlich zu langsam. Oder mein Ton ist weg. Klappt nicht. Ja, dann müsst ihr das selber mal ausprobieren. Einfach anrufen oder im Browser anmelden. Und es geht wirklich so, dass man vor und zurück sagen kann und dann durch die Leute durchswipen kann mit dem Telefon. Ich habe schon eine 2-stellige Anzahl an Profilen. Genau. Seit 2 Wochen läuft es schon. Nein, nein, nein. Kein einziges von mir ist dabei. Also ich kenne die Person nicht. Gut, das war's. Ja, dankeschön. So, letzter Talk für... Gibt es Fragen dazu vorher noch ganz kurz? Fragen hatten wir eben. Gut, dann habe ich mir jetzt noch einen Techniker mitgebracht, weil wir das mit diesem Browser nochmal probieren. So, wenn ihr euch lustig über mein Windows macht, werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, wie dieser Edge funktioniert. Den kenne ich auch noch nicht. So...
Fuka, du darfst schon mal vorkommen. Wir gucken jetzt, ob deine Slides im Edge funktionieren. Magst du mal diese URL da eingeben? Nehmen Sie Edge, er ist sehr gut. So, aber das sieht aus, als würde es laden. Yay, dann erzählt euch Fuka jetzt was zu ESPA. Hi, ich möchte mit euch über ESPA reden, Home-Automationstool für ESP8266-Prozessoren. Ja, F11 für Fullscreen. Oder so ähnlich. Ich mache das einfach so, das geht schon. ESP8266-Prozessoren sind ein Chip, der relativ häufig in kleinen Embedded-Devices verbaut sind, vor allen Dingen alles, was WLAN hat. Gibt's günstig, die einfachste Version kriegt man für 1,50 € gerade auf Ali bestellt mit 6-Pin-Output zum selber bauen. Was das Framework so besonders macht, ist, es hat ein paar nerdige Faktoren. Das heißt, man kneift sich das komplette komische Webinterface für Konfiguration, macht das alles zur Build-Time, das macht das Rollout ein bisschen einfacher. Updates der Konfiguration kommen per Update over the Air. Das Ding supportet Wi-Fi, das Ding hat MQTT für Message Broking, um das irgendwie schön in das Home Assistant oder eine sonstige Home-Automations-Software zu integrieren. Kann, wie gesagt, Updates over the Air. Krypto dafür ist gerade in Mache. Weil wir Nerds sind und Daten über unsere Home-Automation haben wollen, gibt es Introspection, wo man sich angucken kann, was die Geräte tun. Und das Ganze ist relativ fail-safe, das heißt, wenn Dinge schief gehen, wenn irgendwie ein Netzwerk mal weg ist, wenn der Netzwerkstack wegfliegt, wenn ähnliche Dinge passieren, rebooten die Sachen einfach und kommen wieder und das Licht bleibt hoffentlich an. Wie gesagt, es ist ein Framework, es ist nicht die fertige Software, sondern man baut sich im Endeffekt seine Geräte selber zusammen durch kleine Codeschnipsel, die einerseits den Hardware-Support machen, andererseits darstellen, wie die Hardware überhaupt über MQTT angesprochen wird. Und knotet das Ganze dann am Ende als ein Device-Type zusammen, den man dann auf seinen Geräten, die hoffentlich größtenteils gleich sind, ausrollen kann. Das Framework unterstützt aber halt auch, mehrere Devices gleichzeitig zu bauen, die einfach in einen HTTP-Folder zu kippen, um da Updates drauf oder die Updates damit auszurollen. Und die Konfiguration ist vom eigentlichen Projekt getrennt, sodass man halt, wer Freifunk-Firmware kennt, Site-ähnliche einen Aufbau hat, wo man seine eigene Konfiguration unabhängig von dem eigentlichen Projekt irgendwie hinlegen kann, einmal durchbauen kann mit Make und dann hoffentlich schönes Home-Automationszeug hat, wie man das gerne hätte. Beispiel Code dafür, wie man den haben will, das ist irgendwie die Software, die man schreiben muss, um so eine WLAN-Steckdose zu bauen mit Toggle-Button für An und Aus und Feedback und Home-Assistant-Integration. Ist in C++ geschrieben, relativ leichtgewichtiger Code. Falls ihr irgendwie Home-Automation im Space macht, wir machen das bei uns mit mittlerweile knapp 30 Devices, die irgendwie Licht und alles schalten. Guckt es euch mal an, stellt Fragen, habt Spaß damit. Danke. Ja. Kannst du die Frage nochmal, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ja, die macht es was? SSL. Die Frage war, ob die Updates per HTTP auch über SSL kommen. Nein, kommen sie nicht, weil SSL auf den Embedded Devices einfach unglaublich schwierig ist und viel Platz braucht. Die Implementierung, die wir momentan machen, macht eigenes SHA-256 mit ECDSA obendrauf. Die machen RANZ-WLAN mit WPH2, PSK und 2,4 GHz und die Failure-Resistance momentan ist, wenn der Netzwerkstack wegsammelt, wir haben einen Watchdog, der über MQTT funktioniert, die Dinger rebooten einfach. Aber es geht.
Also bei 3 Euro für eine WLAN-Steckdose ist das eine praktikable Lösung, glaube ich. Die Frage war, ob weitere Wi-Fi-Standards, vor allen Dingen .11s, unterstützt werden oder vielleicht geplant sind. Ich habe Branches dafür im IPWL-Projekt gesehen. Vielleicht habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich weiß, dass Enterprise Wi-Fi geht. Zertifikat. Wie sehr Mesh geht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es von dem Hersteller dieser Chips selber eine eigene proprietäre Mesh-Implementierung gibt, die ich mir aber noch nicht angeguckt habe. Da ist noch eine Frage, habe ich noch? Die Frage war nach Energy Monitoring von den Sonoff-Geräten. Ich habe gerade ein Demo-Device bei mir auf dem Tisch liegen, bin ich dran. SSL in MQTT ist eigentlich dasselbe Problem wie bei HTTPS auch, ist, glaube ich, kein Platz auf dem Device. Vielen Dank. Danke dir. Danke auch nochmal an Benjamin fürs Bereitstellen von dem Laptop und den Support. Danke an euch, dass ihr da wart. Morgen um 15 Uhr haben wir nochmal Lightning Talks. Da könnt ihr auch noch welche einreichen, wenn ihr Lust habt. Irgendwie so 10 Minuten, ein paar Slides, wenn ihr irgendwie Leute für ein Projekt sucht, wenn ihr irgendwie ein kleines Projekt vorstellen wollt, etc. Was euch gerade einfällt. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch viel Spaß mit dem PowerPoint-Karaoke danach zu wünschen.